Gut, wir fangen heute Abend an mit jemandem, der sehr sporadisch Musik rausbringt. Also super sporadisch. Was wiederum eigentlich ganz nice ist so. Du freust dich halt auf jedes Release super dolle, als ob du in einem Jahr zwei, dreimal Geburtstag hast. Real Talk. Du freust dich halt, du fieberst jedes Release irgendwie hin so. Auf jedes Release hin, wisst ihr, was ich meine? Es wird auch nicht enttäuscht von diesem Künstler namens Pashanim. Heute mit Kleiner Prinz. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 2 Minuten 27. Liken, Support ist Kamord. Produziert ist der Bums von Stigger. Schöne Grüße gehen raus. Und Nyctas. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Gemischt und gemastert von King Size. Sehr schön. Der Song kommt zur perfekten Zeit. Es ist gerade schönes Wetter. Ich weiß nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwie eine diepe, emotionale Depri-Nummer wird. Ich denke mal, es geht wieder so eine Art Sommergewitter, sowas. Da haben die Leute Bock drauf. Also der Junge macht alles richtig. Von mir aus könnte er vielleicht 4, 5 Songs im Jahr mehr droppen so. Natürlich sollte die Qualität immer noch vor Quantität stehen. Allerdings vielleicht so ein bisschen, so 4, 5 Songs im Jahr auf entspannt. Wären auf jeden Fall meines Erachtens nach nicht verkehrt. Aber so 1, 2 im Jahr gehen auch. Kein Problem, Bro. Solange es ihm gut geht, solange er damit klarkommt. Ich meine, alles geht Gold. Paris Freestyle ist Gold gegangen. Sommergewitter ist Gold gegangen. Das war schon letztes Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Wie auch immer, Kleiner Prinz. Pashanim. Ich freu mich immer so kurz vor so Pashanim-Releases, wisst ihr, was ich meine? Weil ich weiß ganz genau, solange der Song irgendwie an Sommergewitter oder so anknüpfen kann oder vielleicht auch vibe-technisch in eine ganz andere Richtung geht, Hauseingang oder sowas, wisst ihr, was ich meine? Solange der Song so performt, weiß ich, dass der Song mich diesen Sommer wieder begleiten wird. Ich weiß, dass der Song in jeder fucking Playlist bei mir landen wird. Ich weiß es einfach, Bro. Und deswegen freue ich mich so drauf. Sticke. Das ist echt eingespielt. Es gibt heutzutage super gute Plugins, die das so simulieren können. Das hört sich auf jeden Fall live eingespielt an. Das heißt, es wurde nicht hingegangen, ein Plugin geöffnet, Kontakt oder sowas und das dann halt quasi eingeklickt oder sowas oder mit einem Piano oder so gespielt, sondern hat sich jemand hingesetzt, wahrscheinlich Nyctas, weil von ihm das Sample ist, hat sich hingesetzt und das wurde halt quasi mit einem Mic abgenommen. Man hört es auch, wenn er die Akkorde switcht, wenn er über die Saiten streicht. Sticke. Und das halt quasi so die Saiten stoppt. Das ist auf jeden Fall direkt wieder weibig. Hey. Stigger! Bruder, ich freu mich jedes Mal, wenn ich eine Pascha-Nummer höre und es so losgeht. Stigger! Hey. Stigger! Kleiner Prinz, große Stadt. Baby Girl, ruf ich an, schuh dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab. Follow down, walk down, I stack your main cup. Er steigt direkt mit der Hook ein, oder? An den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk down, I stack your main cup. Du weißt immer, dass Pashanim abliefert, ne? Zumal du ja schon Sommergewitter gehört hast, Hauseingang und so weiter und so fort. Du hast ja diese großen Hits von, oder Airwaves auch. Airwaves war ja auch ein überkrasser Banger. Du hast die ganzen Sachen von Pashanim schon gehört, so. Jedes Mal aber, du denkst dir schon dein Ding so, ne? Wie der Song sich wahrscheinlich anhören wird, kleiner Prinz. Jedes Mal kommt er aber mit einem anderen Vibe um die Ecke. Wieder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk down, I stack your main cup. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl. Ich hab meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk down, I stack your main cup. Doch, das hat schon was, Digga. Auch in der B-Hook, wo jetzt diese Perks reinkommen, dieser Perk-Loop oder sowas, als Hi-Hats quasi. Wir haben jetzt keine normalen Hi-Hats hier drin, wir haben so ein Perk-Loop, so ein Tomp-Loop oder sowas drin. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk down, I stack your main cup. Murakami, ey. Der hat halt, also was soll ich sagen? Man kann von Pashanim halten, was man möchte, ne? Der hat als Künstler so dieses Gesamtpaket einfach. Real Talk. Den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk down, I stack your main cup. Murakami LV, Jackie Backblow. So flay, du stehst Zellen, ihre Show. Kunden auf ein Sally, Kush oder Kelly. Ja, sie ist weit weg, schickt ein Kuss übers Handy. Auch guck mal, die Reime, ich weiß, die Reime sind wirklich, wirklich nicht eigentlich das Gelbe vom Ei so. Also Real Talk, Real Talk.
Jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit Musik beschäftigt oder sich ein bisschen hinsetzt und versucht zu rappen oder sowas und sich ein bisschen hinsetzt und versucht, sich coole Reime auszudenken oder coole Reime zu finden, der kriegt geilere Reime hin wie er jetzt hier. Kelly auf Handy zum Beispiel, wisst ihr, was ich meine? Das sind so ganz plumpe Reime. Aber das macht es auch wieder so genial einfach, dass es trotz diesem plumpen Reim so gut klappt. Kommt noch ein Sally, Kusch oder Kelly. Kusch oder Kelly. Ja, sie ist weit weg, schickt einen Kuss übers Handy. Schickt einen Kuss übers Handy, wisst ihr, was ich meine? Onkel spielen Lotto, Nokia Scirocco. Ich kann Straße, trink Espresso mit dein Giotto. Juli, komm mein Tape, schör das bei den Ape. Und mein Phone ist bei den Kopf, schreib den Nummer auf ein Paper. Und er rappt halt wieder, einfach über seinen Alltag gefühlt. Was er macht, wenn er rausgeht, ob wenn er sich mit seinen Jungs trifft, er trinkt ein Latte mit Giotto oder sowas, hat er gesagt. Giotto, by the way, super nice, diese kleinen Kügelchen mit Nuss drumrum und so. Und mit Nussfüllung, böse. Real Talk. Böse. Er erzählt wieder gefühlt einfach nur, was er macht den ganzen Tag. Es ist wieder, eigentlich wieder das Gleiche, aber einfach wieder krass. Es ist so gar nicht in Worte zu fassen teilweise. Juli, komm in Tape, schau das bei den Ape. Und mein Phone ist bei den Kopf, schreib den Nummer auf den Paper. Berlin Sommer Polo Sport, True Legion 97er Nikes. Und mein Shirt, das ist 97, oh, das ist nice geflowt. Auch geil betont, 97er Nikes. Nummer auf den Paper, Berlin Sommer Polo Sport, True Legion 97er Nikes. Und mein Shirt, das ist weiß, da steht Kreuzberg 6-1, Hautcreme. 97er Nikes. Kreuzberg 6-1, guck mal, das ist nice. Das war auch ein wilder Reim, also ein stabiler Reim mal. Legion 97er Max und mein Shirt, das ist weiß, da steht Kreuzberg 6-1. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, halbe Runde. Was ist das? Sonnenbank Flavor Bushido. Safe. Ist eine Hommage an Sonnenbank Flavor Bushido. Zu 1 Milliarden % hier. Real Talk. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, halbe Runde. Der ist schon nice, oder? Also, ich weiß nicht. Es fällt einem halt direkt auf so, wenn du halt aus so einer Zeit kommst oder wenn du halt mal so Bushido gehört hast. War das nicht Sonnenbank-Flavor? Was war das dann? Das war doch safe Sonnenbank-Flavor. Als Endgegner Klingelton, Hautcreme, Haarwalz, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus, Album holen, Bruder, ey, ohne Scheiß, das ist nice. Und ich würde es jetzt feiern, Real Talk. Ich würde es feiern tatsächlich, wenn er den zweiten Part genauso beendet. Vielleicht mit einer anderen Stelle von Sonnenbank Flavor. Real Talk. Digga, das ist nice. Das macht ihn direkt wieder so sympathisch einfach. Hautcreme, Haarwachs, Nikotin, Alkohol, alle Kids überall gehen raus. Halbe Runde Prinz, große Stadt. Baby Girl, ruf mich an, schuh dich ab. Das hat direkt was. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Dann walk, dann hast du like a Mame Cup. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby Girl, ruf mich an, schau dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo, dann walk, dann hast du like a Mame Cup. Auch wieder keine außergewöhnliche Produktion von Stickel, ne? Das ist aber nie der Fall eigentlich. Sommergewitter war jetzt nicht krass außergewöhnlich zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Die anderen Sachen, die er für Paschenim gemacht hat, auch nicht. Aber darin liegt ja die Kunst, den Beat einfach zu gestalten, trotzdem den nach vorne gehen zu lassen und trotzdem Bounce zu haben, aber trotzdem genug Platz zu lassen für den jeweiligen Künstler, in dem Fall Paschenim. Free mein Bruder, ich sag SLM auf FaceTime. Stickel auf der Bassline, 20-30 Stage Time. Oh, Digga, das ist ein böser Einstieg. Free mein Stickel macht die Bass. Line. Bruder, ich sag SLM auf FaceTime, Stickel auf der Baseline, 20-30 Stage Time. 20-30 Stage Time. Der ist nice. Tour Life, Nightlane, am Morgen noch in deiner Stadt. Konfigurieren Panamera auf mein iPhone 8. Ich hab grad schon wieder gedacht, das ist doch auch aus Sonnenbank Flavor, oder? Ich hab halt direkt das Gefühl, wenn er in diesen Baba, wenn er diesen in diesen Aufzählungsrap geht, wie er es am Ende vom ersten Part getan hat, wenn er den gleichen Flow an Tag legt wie Sonnenbank Flavor, habe ich halt direkt das Gefühl, okay, da lehnt er sich halt wieder komplett dran an, so, wisst ihr, was ich mein? Ist gleicher Flow, Chat, habt ihr recht, ja. Stickel auf der Baseline, 20-30 Stage Time. Tour Life, Nightlane, am Morgen noch in deiner Stadt. Konfigurier ein Panamera auf mein iPhone 8, erste Mal feste. Guck mal, konfigurier ein Panamera
auf meinem iPhone 8. Das ist so, wenn jemand anderes das so rappen würde, würdest du sagen, Digga, das ist einfach wack. Bei ihm ist aber genau das Gegenteil. Er konfiguriert sich halt einfach ein Panamera auf seinem iPhone 8. Planer morgen noch in deiner Stadt. Konfigurieren Panamera auf mein iPhone 8. Erste Mal Festivals, Mainstage, Abo Glitch, Kickdown, Sportscar. Geblitzt, Gneisen, New York, Straße 06, MP3, Gensch, liegt in Schocks und Fasson, spiel mit Butterfly. Er erzählt doch einfach, wie er auf der Hin- und Rückfahrt geblitzt worden ist. Wie soll ich meinen? Einfach was eigentlich komplett unrelevant ist. Erzählt er einfach hier und er packt es so in den Text dran, als ob das jetzt der Shit war, dass er auf dem Hin- und Rückweg geblitzt worden ist. Blitz, Gneisen, New York, Straße 06, MP3, Gensch, liegt in Schocks und Fasson, spiel mit Butterflies. Aus 61 in die weite Welt. Kinderzimmer, Digivago und Designer-Belts. Lehrer sagen, ich hab ADHS. Ich bin all dressed, stabil, Gucci, Prada, MS. Kleiner Prinz. Der ist nice, aber er beendet den zweiten Part nicht so wie den ersten. Ich hätte, also meiner Meinung nach, hätte ich es gefühlt so, wenn er den zweiten Part wie den ersten beendet hätte, mit diesem Sonnenbank-Aufzählungsflow halt eben, oder wenn er halt quasi genau eine andere Stelle aus Sonnenbank-Flavor nimmt, trotzdem hier direkt nice. Ich würde eigentlich schon meine Hand ins Feuer legen und sagen, der Song wird auf 1 gehen, aber heute Nacht kam ja auch Shindy und so raus. Shindy und er werden um die 1 fighten. Glaubt es mir. Sagen, ich hab ADHS, ich bin all dressed, stabil, Gucci, Prada, MS. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby girl, ruf ich an, schuh dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk. Donnerstag im Main Cup. Kleiner Prinz, große Stadt. Baby girl, ruf ich an, schuh dich ab. Meine Brüder an den Ecken, sie verchecken nonstop. Ich hab Olo down, walk. Donnerstag im Main Cup. Es hat halt auch schon wieder komplett was, ne? Auch dieser Übergang zwischen A-Hook und B-Hook, dieser Glitzer-Effekt, dieser Glitzer-FX-Effekt, war auch bei Nautilus, ist ein ganz, ganz berühmter FX-Effekt, war auch bei Nautilus Shindy drin. Der von links, vom linken Ohr zum rechten pennt. Hört mal drauf hin. Den hört man auch sehr, sehr oft. Was gibt's zu diesem Künstler noch zu sagen? Ich möchte gar nicht zu viel sagen. Ich habe schon genug geredet so. Hört den Song auf jeden Fall. Habt auf jeden Fall mit dem Song einen schönen Sommer mal wieder. Er hat auch wieder so eine Sommerhymne einfach gedroppt. So Real Talk. Auf eine andere Art und Weise wie Sommergewitter oder Airwaves zum Beispiel. Aber es ist halt auch schon wieder nice gewesen. Das kannst du auch nicht irgendwie dem absprechen. So wie das ich meine. Es geht nicht. Das war Passion mit Kleiner Prinz. Ich küsse euer Herz. Schönes Wochenende.